die Schweine, jetzt kommt eine weitere Folge Sommerland. Und was mir gerade aufgefallen ist, dass ja das Boot da hinten dunkel ist. Deswegen werde ich das Gerippe hier nochmal umfärben. Hey, ist doch egal, welche Farbe es hat. Unterschiedliche Hölzer vielleicht. Ja, aber irgendwie, weil jetzt hier beide, glaube ich, aus Oak sind. Deshalb. Und, weiß ich nicht. Und dann lege ich lieber nämlich noch ein Oak hier in den Stock rein quasi. Bevor ich da auch noch noch eins in der dunklen Farbe reinmache, was dann gleich aussieht wie der Schuppen. Das sieht dann auch kacke aus. That's the dot. The dot. The dot der Detektive. Der Club der Detektive. Kerzenreich. Was? Ach, ihr macht gerade die Kerzerei. Die Ketzerei. Was genau? Hat er den Namen rausgehauen oder was? Däum, hast du eigentlich noch Stories oder ist gerade wieder mau? Ich habe Stories, mehr als ich Geldscheine habe in meinem Portemonnaie. Stories und noch mehr Stories. Schwarze Stories. Gute Stories, gut. Du bist... Nochmal für alle, die es nicht lesen konnten: Kerzerei, Kerzen gerade. Boah, wo hast du den denn rausgeholt? Ey. Den fanden 9 von 9 Zahnärzten witzig. Ja, 9 von 9, nicht 9 von 10. Soll ich euch mal eine Story erzählen? Eine Geschichte. Welche Geschichte wollt ihr hören? Geschichte? Ich weiß nicht. Mach mal ein paar Angebote. Okay, wollt ihr die Geschichte vom alten Mann hören, der gegen Monster gekämpft hat? Ja. Okay. Ja. Okay. Von Zuppe HD, unser alter Freund. Zuppe ist okay, das ist dann Mützgeil. Mützgeil, freue ich mich jetzt schon. Ich hole mal kurz Popcorn. Lothar, der alte Soldat. Seid ihr überhaupt da? Ja. Warum bist du eigentlich behindert? Du sagst, dass du Popcorn holst. Also, nach dem großen Krieg aller Stämme gab es nur wenige Überlebende. Aber trotz alledem überdauerte der Schweinekult dieses düstere Jahrzehnt. Die meisten versuchten, ein normales Leben anzufangen und schafften dies auch. Krisenhaft blühte auf, da die Schweinemenschen viele Bücher von den Elben, die ihrer Zeit weit voraus waren, rauben konnten und so ihr Wissen leicht vergrößern konnten. Lothar, der inzwischen sehr alt geworden war, ist einer der klügsten dieses Volkes. Allerdings ist er auch sehr verschlossen und hartherzig geworden. Angeblich hat er im Krieg als einziger den Angriff einer grauenvollen und gleichzeitig sagenumwobenen Kreatur überlebt. Man sagt, dass diese Ausgeburt der Hölle einem die Seele raubt, wenn man sie bloß ansieht und sich in dem gigantischen Baum der Gandrahil, einer bösen Hexe, ein Nest aus Pferdeleibern gebaut haben soll. Niemand wagte sich an diesen Baum heran, weil sie alle Angst vor der Kreatur hatten. Er hatte diese gesehen und zog sich immer mehr zurück, wohnt immer noch in einer alten Hütte im Wald. Angeblich weiß er, wie sie zu besiegen ist, aber er will sein Wissen nicht preisgeben. Und niemand weiß, warum der Greis Wotan sagt, dass diese Kreatur Kräfte sammelt, um den einen, den es nicht getötet hat, zu holen und sein Volk vor seinen Augen auszulöschen. Nicht einmal die Sense des Todes soll die Haut des Monsters durchdringen können. Das ist stark, so düster, wow. Was hat das jetzt wieder für Auswirkungen für uns? Wieder irgendein Einsiedler oder was? Wo wurde? Im Wald. Wir brauchen Menschen für die Stadt und nicht für den Wald. Davon haben wir, glaube ich, Tausende. Kieran ist der Rest Spaß. Der Story einfach egal. Okay, dann geht es nur um die Auswirkungen. Ja. Die Auswirkungen. Das, wo ich handeln muss. So, zur wilden Hexe. Ich kann Stories nicht genießen. Ey, der Totengräber ist fertig, ne? Ja. Glaubt. Alter, wie hübsch die Stadt einfach von oben ist. Das ist unglaublich. Unbelievable. Komm, break. Warte, so lass ich den Totengräber doch mal einziehen. Wow. Such service. Ich könnte dich hier nach. Der Totengräber. Der Detektive. Wie nennen wir ihn? Toti, den Toten. Nee, Tom, den Totengräber. Nicht Tom. Doch. Nein. Dann Tristan. Das klingt viel zu heldenhaft. Viel zu was? Heldenhaft. Dann. Kann ja verstoßen sein oder so. Tetau. Warum mit T?
Warum willst du mal deine Alliterationen haben? Ich liebe Alliterationen. Merklich. Gut, dann nennen wir ihn eben... Der Club der Alliterationen. Dann nenne ich ihn jetzt Gulada. Bist du irgendwie auf dem Kika-Trip oder was? Nee, aber Alarm. So, er ist... Hört ihr das? Ich hab's geübt. Was war? Ich hör's doch. Ich hab natürlich das Teil. Ah, jetzt ballert. Das ist gerade ein dicker Groß auf dem Arsch. Totengräber. Timur, der Totengräber. Der ist übrigens 46. Eieiei. Der Totengräber. Timed out? Mensch, Anni, was ist denn los mit dir? Also, ich lege hier gerade noch ein paar Holz... Oder soll ich die lieber vor die Hütte legen? Amigos, also schneidet der sich seine Holzbalken selber oder kriegt der Latten geliefert? Der kriegt Latten geliefert. Ja, okay, dann macht das wohl keinen Sinn. Das ist wieder entfernen. Aber hat er irgendwie, ich weiß nicht, wie sieht das in so einem Dock aus? Dock. Hat er so einen kleinen Kran? Nee, dafür ist es eigentlich. Nee, der hat ein paar Seile da rumliegen und Holzbretter. Ja. Aber wie stelle ich Holzbretter da? Wooden Planks. Ja, aber einfach so? Einfach so? Ja, dick am Planken, die Planks. Ja. Ja. Ups. So. Ich mache gerade übrigens eine allgemeine Stadtverschönerungsinitiative. Quasi die Eden Initiative für Arme. Initiative! Dann leg ich die auf jetzt hier. Also, der Puff ist fertig, ja genau, danach haben das Kerzen, die Kerzerei, die ist auch fertig. Wir einfach eine Kerzerei haben, aber noch keinen Arzt. Also den wollten wir in die wohlhabende machen. Ja, weil der ist ja reich und der wird ja gar nicht in Richtung Armenviertel eine Praxis oder einen Behandlungsdings bauen. Und die Schule kommt auch da in die Richtung, denke ich mal. Sind wir in der Zeit, wo Aderlass als angesehenes medizinisches Mittel angesehen Definitiv. Wurde? Das war, die haben einfach irgendwie die Adern aufgeritzt und also. Ja, die Krankheit hätte rausfließen lassen, ne? Blut abgelassen einfach. Die haben dich gelootet. Aber das war richtig dumm, weil teilweise. Loot! Erst teilweise bluten, dann looten, doch. Weil teilweise waren die Leute dann dadurch dann halt angeschlagen, geschwächt und sind dann erst recht krank geworden. Ja, oder gestorben halt. Oder haben sich infiziert. Ja. Dass man froh, dass man nicht im Mittelalter gelebt hat. Wobei, was es ja wirklich bringen soll, ist ja Blutegelzeug. Also, schwören zumindest manche Menschen drauf. Ich hab's noch nie ausprobiert und will es auch nicht ausprobieren. Menschen schwören, ne? Nee. Das ist nicht schön anzusehen, worauf die schwören. Auf Kieren schwören sie. Und was machst du gerade, Andi? Ich nehme Initiative. Und wie? Guck dir aber die Stadt an. Gucken, ob du die Verschönerung findest. Die Hecke? Die Hecke ist gut. Die Hecken? Guck dir einfach die Stadt an, du wirst es schon finden. Ja, ich sehe bisher Hecken und Büsche. Ja, richtig. Fällt mir sehr gut, Andi. Bravo. Initiative wurde auch gerade eben abgeschlossen. Initiative. Und Kian ist beim Bootsbauer. Korrekt. Komm, Kian, Boot bauen. Bailando. Alter, ohne Witz, ne? Wieso singen wir eigentlich immer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es eigentlich nicht. Glowstone. Als Markierung, okay. Wo Warum ist hier Clay? Warum ist hier Clay? Lol. War jemand See? Da habt ihr, glaube ich, den See zugemacht. Ja. Lol. Okay, meinst du, wir sollten weniger singen? Nö, ich weiß nicht. Fällt mir nur mal wieder auf. Genau. Machen andere das nicht? Ich weiß das immer nicht, Schwest. Gronk singt auch ziemlich viel. Wenn der das macht, dann ist er natürlich alles legitim. Links hat er auch eine schönere Stimme. Findest du nicht, dass wir die krassesten Gesangsstimmen haben? Alter, wir waren im Chor in der 5. und 6. Klasse. Ja, ja, und wir sollten mal so einen Rap machen, aber ich glaube, das kann ich nicht. Rap am Mittwoch. Minecraft, yep, bro. Lass mal ein Album rausbringen. Ein Rap-Album. Jo, pass auf. Voll so am Producen sein. Ich bin der Andi. Und ich bin der Ripper. Und ich nehme auf mit Bandicam. Und das seht ihr hier oben mit in dem Schriftzug, weil ich die jetzt nicht gekauft habe. Deswegen bin ich arm dran. Ich bin ein scheiß Let's Player. Yeah. Nein.
Nein, da weiß ich nicht. Wenn man schon mit Let's Play anfängt, weiß ich, dann sollte man sich auch das Equip kaufen. Wir hätten uns von Anfang an Fraps gekauft, ne? Ja, ja, das ist kein Spaß. Ja, und eine Winrad-Lizenz haben wir obendrauf auch noch. Ich glaube, wir sind ganz in 0,09%. Wir sind richtig, Alter, wir sind richtig Ritschbitsch. Wir sind eine Winrad-Lizenz. Was ist das denn? Warum liegt denn hier Clay? Ach, das ist Clay. Warum liegt denn hier Clay rum? Warum liegt hier Clay? Ach, das ist Clay. Nee, das ist ja so Clay, der natürlich vorkommt im See. Was hast du denn gedacht? Ja, keine Ahnung, auf den ersten Blick sieht es aus wie Hausbaumaterial. Ja, das ist doch Hausbaumaterial. Hausbauer-Sorries. Du hast immer nicht gerafft, dass unsere Fundamente aus Clay sind. Ja. Ach, jetzt fällt mir auf, was fehlt bei der Hütte. Was denn? Das Fundament. Ich hab gedacht, das kann doch nicht nur daran liegen, dass die Verunreinigungen fehlen. Haben jetzt eigentlich alle diese Stone Slabs Ränder noch? Nee. Nein. Mal manche. Muss so Gebäude wie optional. Der Puff. Also eigentlich fast alle, aber. Ich würde sagen, die Ärmel. Das haben alle. Nein, echt? Der Totengräber so. Nicht. Ja, der Totengräber nicht, weil auch und ärmlich. Deine neue Barkasse hier auch nicht, was auch immer. Ja, weil der auch ärmlicher ist. Das Lagerhaus am Marktplatz hat's auch nicht. Das habe ich auch nicht gebaut. Dann mache ich da jetzt noch Slaps hin. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Stephen Hawking. Nein. Warum ist ein Creeper im Puff? Der ist doch gerade zu Besuch. He's about to blow up. Du weißt doch, im Puff sind immer die, von denen du es am wenigsten erwartest. Anni, was ist los bei dir? Weiß ich nicht, Timeout. Hast du ein bisschen wenig Geld in dein Let's Player-Internet investiert? Kann das? Timeout. Anni hat Prepaid-Internet. Der wirft immer so Münzen ein. Dosentelefon. Ohne Witz, ne? Ich fahre ja dann jetzt erstmal ein paar Tage nach Hause, bevor ich. Dosentelefon-Internet. Was hast du gesagt, Andi? Dosentelefon-Internet. Nee. Ich würde sagen, da werden nämlich wieder Mütter gefickt, wenn mein Internet nämlich schneller ist als deins. Ja, in dein Gesicht. Hä, die haben Kians Eltern nochmal aufgerüstet. Die haben jetzt 16.000. Da wird abgespritzt, wenn ich mir dann die YouTube-Filme ohne Puffern angucken kann. YouTube-Filme, ne? YouTube. Genau. Nein, das ist kein Spaß, das war vorher ein Problem. Genau, Kian. Bei mir auch. Guckst du mit dem Internet YouTube-Filme? Ich musste früher auch immer YouTube-Filme puffern. Genau, Kian, du guckst dir YouTube-Filme an. Was ist denn dein Problem, Andi? Du bist mein Problem. Filme auf YouTube, ja. Ja, genau, Kian. Du kannst alles Film nennen. Kian gibt das zu. Ja, Kian guckt sich Filmchen auf YouTube an. Kian gibt einfach zu, dass du auf Vimeo bist. Auf was? Auf Vimeo. Ja, so. Ich dachte, Andi hätte sich darauf aufgehängt, dass ich Filme sage. Ja, Kian. Ja. Aber nicht. Ist jetzt auch Filme in Spielfilmlänge. Babedupp. Clay Hunt. Also, was habt ihr denn eigentlich bezahlt? Oder kriegt, also was 2000. Kriegt ihr? Wir haben bezahlt 2000. Und bekommen gutes 2000, ne? Wir kriegen, ich habe teilweise bis zu 1 MB, wenn mein Vater Andi, nicht mehr... Andi ist über. Wahrscheinlich, weil die ganzen Rentner im Dorf das nicht nutzen und deshalb... Ja, hey, das ist voll wahrscheinlich, weil die es für Kupferleitung falsch berechnet haben, die den Verlust. Keine Ahnung. Wir haben ein saugeiles Internet dafür, dass du das... Also meine Mutter beschrieb das neue Internet so, ja, Online-Banking geht lädt. Und YouTube muss ich nicht mehr puffern lassen. Sie hat es nicht Puffern genannt. Ich konnte es am Stück gucken. Genau. Ja, aber das ist wirklich schon, weil wenn zwei mein Vater auf eBay war, ne? Der ist abends öfters mal auf eBay und dann versuchst du nebenbei noch Facebook oder in irgendeine Website zu öffnen. Da rage-quittet Kian. Nobody goes on here. Vor allem, ich finde, das ist echtes Stück Lebensqualität, ohne zu puffern, und Videos zu gucken. Ja, Alter, allein, weißt du, gehst auf irgendeine Videostreaming-Seite, ne? Ja, guck ich mir mal eben in HD an, ne? Ich meine, es gibt ja auch viele YouTuber, die sich beschweren, mit 16.000 könnte man nicht YouTuber sein oder, Alter, ja, ich muss 5 Stunden lang ein Video hochladen. Alter, wir haben es auch geschafft mit einer 2000er und Alter, ohne Witz, wir haben, wie lang war das? Okay, Kian, bis vor einem Jahr, wie krass Kian, das einfach ist. Wir haben noch eine Street-Credibility. Ja. Wir haben einfach 2 Jahre lang Videos hochgeladen mit einer 2000er-Leitung, was einfach über Nacht innerhalb Stunden, von... 13 Stunden gedauert. Lockdown ist gerade weg. 11-12 Stunden. Dann gab es da regelmäßig Probleme mit Verarbeiten und bla. Und dann ist es nicht mal gerade nochmal hochgeschoben. Trotzdem haben wir es geschafft, ja? Die sollen mal aufhören, so rumzubitchen. Bitch! Yo!
Nur Livestream geht nicht. Ja, also das geht schon, aber es bedarf auch einiges an Planung dadurch. Ja, das ist halt dann deutlich. Aber mit einer 16.000er, damit ist immer. Weil du musst du auch überlegen, wir waren noch zu dritt. Wenn du alleine wirklich mit einer 2000er unterwegs bist, da hättest du nicht mehr als ein Video am Tag geschafft. Und das am Anfang hat Kian doch alle Videos gemacht. Das stimmt allerdings. Weil aber am Anfang hatten wir auch 4 Videos die Woche, glaube ich, ne? Ja. 5, dachte ich. Ja, irgendwie so. Deshalb. Und genau, ab wann haben wir denn überhaupt alle hochgeladen? Ab TechTown. Sobald ich mein G35 hatte, glaube ich. Sobald Andi einen neuen Bildschirm hatte, so war das. Ja, genau. Und ich anständiges Internet. Ja, aber das war doch erst, die 27 Zoll Bildschirme erst Ende gekauft. 2012, frühestens. Nee, ich glaube, Fresh Internet habe ich Anfang 2013, glaube ich, bekommen. Ja, deswegen, TechTown. Ja. Ich glaube, ab TechTown haben wir das. Stimmt, ab TechTown. Und dann haben wir es auch beim WPM. Ja. Macht ja auch irgendwie viel mehr Sinn, ne? Haben wir angefangen, also abgesehen davon, dass seitdem alles unproduktiv ist. Außer meiner Sicht. Ich bin produktiv, du. Andi, was ist das für eine Hütte? Eine Raver-Hütte. Eine Raver-Rant, eine random Raver-Hütte. Hat der Boatsman eine Family? Ich würde sagen schon, der hat ein paar Leute am Stisi. Boatman. Ja. Boat. Sohn und eine Frau? Ja. Zwei Söhne. Aber wie soll ich denn hier zwei Zimmer reinkriegen? Die wohnen in einem Zimmer, du Lapp. Ein großes Schlafzimmer? Ja, das sind einfache Verhältnisse. Ja, die Kinder, das sind einfache Verhältnisse, das musst du immer so denken. Die armen Kinder. Warte, ich gebe den Laden schon mal einen Namen. Im Laden. Dem Laden. Bootmacher. Bootsmann. Bootmacherei Bootsmann. Boah, Bodo der Bootsmann. Wir können diese Jokes nicht überall bringen. Jokes? Ja. Das ist immer wieder lustig. Kerzerei, Kerzen gerade und Schneiderei, Schneider. Bootsmacherei, Bootsmann. Spacko-Fatze. Spatzo-Pfaxo, Kukulerande, Buh, Bade-Buh-Buh. Ich würde sagen, beenden mal die Folge. What? Was? Schon wieder? Schon wieder. Wieso schon wieder? Erst. Wieso? Die letzte Sommerland-Folge hatten wir doch beendet. Jetzt beenden wir die hier schon wieder. Du? Was erzählt ihr gerade? Ich erzähle, dass wir wir beenden jede Sommerland-Folge. Hilfe. Dann, Hilfe. Warum schreist du Hilfe? Weiß ich nicht. Weil du behindert bist. Eine Wespe, die gerade neben meinem linken Ohr rumfliegt. Ich habe noch nie Probleme mit Viechern hier gehabt, aber deshalb... Bei Andi gibt's auch Natur. Das ist halt so eine Sache, die gibt's bei mir nicht. Richtig, bei Andi gibt's Natur. Ich bin noch Natur belassen. So. Deshalb bleibt uns eigentlich nur zu sagen. Sie ist weggeflogen. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.